Fangen an mit dem Video von Kelly, OnlyFans, Leute. Ganz, ganz wildes Thema, was da in letzter Zeit aufgekommen ist. Habe ich mir noch nicht angeschaut, würde ich sagen, ziehen wir uns gemeinsam rein. Gab eine Menge Shitstorm tatsächlich, glaube ich sogar, oder eine Menge Feedback im Vorhinein. Monte ja auch dazu seine Takte mal wieder losgesassen. Ganz wichtig, wenn irgendwas in der Art passiert, muss Monte sich natürlich äußern, das ist ganz klar. Wir kennen Marcel. Ich würde sagen, Leute, wir knallen mal hier ganz kurz rein. Let's go, der Hase. Simpel. Ich war einfach, meine Mission war irgendwie ganz simpel. Ich war einfach neugierig. Wie wäre die Reaktion, wenn ich einen OnlyFans-Account veröffentlichen würde? Und oh boy, was habe ich da für eine Diskussion ausgelöst? Das sind jetzt wohl gerade die ganz falschen Personen, die sofort aus ihren Löchern gekrochen kommen. 10.000 bis 15.000 bezahlt für mich. Genau. Egal, ich bin mal gespannt. Nachrichten wegen OnlyFans. Tatsache, dass du da drin extrem krass beleidigt wirst, stört mich tatsächlich viel mehr als die Tatsache, dass auch ich da beleidigt werde. Das ist so eine Scheiße. Community Picks machen wir gleich. Ich habe mich für dieses Video sehr unschuldig gekleidet. Mhm. Ich bin auch unschuldig, trotz Jahren, die ich im Internet verbracht habe. Kelly ist nicht unschuldig. Kelly ist... Da erzähle ich jetzt gar nichts zu. Das sag ich jetzt lieber einmal an der Stelle mal gar nichts. Habe ich es recht gut durchgeschafft, ohne zu provozieren, Titten oder Arsch zu zeigen, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. Und das wird sich heute ändern. Ich werde endlich Titten und Arsch verkaufen. Voila, zeig Titten und Arsch, geil. OnlyFans. Ich habe das Gefühl, dass diese Plattform wie so ein Hintergrundrauschen präsent ist in Deutschland. Ich habe gestern noch mit Inscope drüber geredet. Die einfachste Plattform der Welt, Digga. Inscope gestern, Nico gestern auch gesagt, man hätte das selber launchen müssen, Digga. Das passt doch zu ihm. Einfach eine Plattform machen, wo man Nacktbilder verkaufen kann, Digga. Ich schwöre, ich... Junge. In meinem Bekannten die machen so viel Geld. Regelmäßig der Satz, ha, wenn es damit nicht wird, dann einfach OnlyFans-Account machen. Ist ja auch so. Und als ich dann noch einige Kommentare aus meiner Community dazu bekommen habe, vor allem unter meinem Video in Dessous, bin ich sehr aufmerksam geworden. Soll ich mir einen OnlyFans-Account machen, Leute? Ich habe immer noch Bock darauf. Ich würde gerne meine Scheiße monetarisieren. Ich würde einfach gerne kacken. Das Fotografieren und ihr zahlt davon, ihr zahlt dafür. Alle schreiben ja und eine Eins in den Chat. Leute, klärt das kurz mit allen Sponsoren, ob ich meine Scheiße monetarisieren darf. Dann verkaufe ich einfach Bilder von meiner Kacke für 20 Euro im Monat. Was geht ab? Ich muss sagen, mein Körper ist nicht ansehnlich. Dafür mache ich extrem gute Scheiße. Also das mache ich. Das mache ich gut. Es geht. Joke natürlich nur. Geht um. Ich mache Arcani OnlyFans Account, Digga. Das mache ich. Cash. Ich bleib dabei. Kelly würde auf OnlyFans mehr Geld machen. Auf safe. Ja, ich immer dabei. Auf safe. Falls ihr noch nicht davon gehört haben solltet, OnlyFans ist eine Social Media... Oh, Kelly, du laberst so langsam, Alter. Mach doch mal hinne jetzt, Dicker. Wenn wir irgendwo was trinken gehen, laberst du mich in doppelter Geschwindigkeit zu und hier schleichst du. Ja, Plattform. Nur in sexy? Es melden sich am Tag bis zu 200.000 neue Nutzer an, plus 7.000 bis 8.000 neue Creator. Am Tag, Digga, wild. Amerikanische YouTuber wie Trisha Paytas, Tenamodo, Ricardo Avocado sind bereits angemeldet. Natürlich unter zahlreichen Pornodarstellern, Strippern etc., die diese Art von... Man kann aber, wie gesagt, auf OnlyFans... Ich mach einfach einen Arcani OnlyFans-Account, Digga, was soll's? Einfach nur... Die Bilder von Arcani da posten. Ich schwöre, ihr würdet's machen. Content schon vorher erstellt haben, vor dieser OnlyFans-Plattform. Meine Frage ist, wann folgen deutsche Influencer? Es scheint ein Reiz da zu sein, seinen Lieblings-Instagrammer oder YouTuber nackt zu sehen. Der war ja schon immer da, aber jetzt ist er zum Greifen nah. Ihr fragt euch jetzt sicher, was für Inhalte diese Social-Media-Plattform hat. Das kann alles sein, von Nacktbildern bis zu selbstproduzierten Pornos. Ja, das muss aber nicht sein. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die auf OnlyFans einfach auch Kunst verkaufen mäßig, oder? Also... Es kann aber wohl auch viel weniger sein. Und damit ihr euch nicht so intensiv damit beschäftigen müsst oder es sogar ausprobieren müsst, weil ihr neugierig seid, übernehme ich das einfach für euch. Sehr gerne, sehr viel, sehr gerne geschehen. Es bietet sich, glaube ich, nur an. Ich glaube, der Content muss nicht es muss kein Porn-Content sein. Es muss kein Porn-Content sein. Wie viel Geld kann man also mit OnlyFans in einer Let's Woche go, komm. Und wenn komm. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich schon für diesen OnlyFans-Account Fotos mache, ich meine, die müssen schon naked sein wahrscheinlich oder halt in Unterwäsche oder Dessous. Das Einzige, was ich gemacht habe, war in meinem letzten Video und ich hatte immer noch Sportsocken an. Das hat einfach nichts mit sexy sein zu tun. Na gut, Kelly und sexy ist sowieso ganz weit auseinander, oder?
Pepega. Oder möchte seinen Körper und seine Bilder verkaufen. Deswegen dachte ich, ich brauche einen Experten, der mir beibringt, wie man eine Ho ist. Wieso? Ja, Digga, das kann Mikey am besten, Alter. Rumhuren, da ist er richtig gut drin. Bist du so ein Ho-Experte? Weil ich bin selber eine Ho. Also ich habe ein paar Bilder rausgesucht, an denen ich mich inspirieren möchte. Aber sowas ist ja okay, oder? Man sieht so die Seite vom Arsch, man liegt auf einem Bett. Das ist vielleicht ein bisschen gewagt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht. Wir gucken, was passiert, mit was ich mich wohlfühle. Poses machen, die ein bisschen sexual sind. Aber so, was, das sind halt so Sachen von so, ja, Modeshootings eigentlich, die halt schon sexy sind, aber komm rein. Gedanken darüber zu machen, Sportsocken mehr tragen muss. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen so, ich habe damit schon mal... Das Ding ist, ihr könnt eigentlich, also Digga, normalerweise hätte Kelly jetzt auch diese Sport, diese ganzen getragenen Unterwäsche verkaufen müssen mäßig. Da wäre sie richtig reich mit geworden. Ich sag's euch, wie es ist. Es gibt im Internet so viele... Ach, Digga, so viele kranke Leute. Ein Instagram-Bild gemacht, so das Legendary Dessous-Piece aus meinem letzten Video ist auch dabei. Natürlich, es darf nicht fehlen. Sexy Kleidchen. Ich kann das nicht ernst nehmen. Und dann Akani Arschfotos, Digga. Dabei, das fand ich auch irgendwie süß, so Schlafhose und nichts oben drüber im Bett oder so. Und dann so, man sieht, ich bin Profi und kenne mich aus. Und natürlich ja. Mikeys Sonnenbrille, die er schon vergessen hat seit Monaten bei mir. Girl, I want to make you sweat. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Na, und wenn wir dann die 50er machen und dann die schon beleuchtet ist, das wird sehr geil. Mikey, wilder Fotograf, Digga. Ich schwöre, der Mikey soll mal Pornofotos von Akani machen. Surprise! Oh, Emra. Unpassender Moment gerade. Okay. Random. Okay. Willst du mal die Bilder sehen? Ja. Ja, du musst okay. Einfach Pfeil nach unten drücken, dann siehst du. Oh, jetzt, ja. Hallo. Das ist immer schön geschossene Bilder. Danke. Ja, ist aber jetzt nicht so anzüglich, ne? Ist es okay? Ja, auf jeden Fall. Ja? Da ist er, Akani, der Superstar. Nee, ach, ich find's nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Echt? Hast du die professionell schulen lassen? Mikey hat die. Echt jetzt? Nina. Krass, die sind sehr gut geworden. Ja, oder? Ja. Ich war auch sehr überrascht. Was denkst du, wie viel Geld kann ich dafür nehmen im Monat? Pro Bild? Ja, du meinst pro Person? Einem, genau. Ah, okay. Ja, dann 50 Euro hätte ich gesagt. Echt? 50 Euro, Digga, what the fuck. Revi kriegt beim Gucken einen harten. Digga, ich bin keine 12 und ihr habt die Bilder auch schon vorher gesehen, Leute. Also, was ich alles schon gesehen habe, ja, wollt ihr gar nicht wissen, du. Aber das sind echt, das sind jetzt nicht so billige Bilder, sondern das sind schon so fast, ich würde sagen, cool. Einiges durch, Digga. Tasteful, oder? Tasteful. Mit dem blauen Licht. Mm, auch schön. War Mikeys Idee. Wer ist das? Klärt mal Nummer. Also ich finde die Bilder schön. Ich habe gedacht, dass die sogar, als ich einmal reingestolpert bin, dachte ich so, die werden schlimmer, aber... Aber du meintest vorhin auch so zu mir so, ja, aber wenn du 1,7 Millionen Instagram-Follower hast, dann kann ich dich auch an den Scheich verkaufen. Achso, stimmt. Es gibt noch eine Agentur, also das ist eine Freundin von mir, du kennst sie auch, ne? Sie... Nein, ich kenne sie. Kann, es gibt sozusagen diese Insta-Trophäen. Das heißt, die kannst du bezahlen für Essen oder für andere Sachen oder so. Und das rechnet sich ein bisschen nach Followeranzahlen aus und wie viele Plattformen die aktiv sind. Aber das ist so diese Männer, die Trophäen sammeln. Das und heißt, die Trophäe ist ein Instagrammer mit vielen Followern. Genau. Hey? Das heißt, geht auch. Also wenn du 1,7 Millionen Follower auf Instagram hast, du hast ja auch noch auf YouTube 2 Millionen und so weiter, die kann man dann Crosscheck vermarkten und für 10.000 bis 15.000 für ein Abendessen nur. Bezahlen für mich dann. Genau. Bro, what the fuck? Digga. Ich. So ein Scheich, Digga. Bruder, ich gehe mit dem Scheich für. Digga, ich gehe auch für 10.000 Euro mit dem Scheich essen. Ich lass mich. Und dann zum Putting out, like about 40, 50.000. Was denkst du, wie viele Instagrammer machen das? Voll viele. Ich hatte schon eine Liste von allen da drauf. Ich weiß genau, wer das alles macht. So don't behave nasty to me, because I'll leak that. Digga, Mikey, Alter. Mikey weiß. Mikey ist so eine. Der weiß wieder alles, ne? Es gibt halt eine lange Liste. Gibt's das auch für Männer? Gibt's so nicht so, be my Instagram Bro? So, ich chill mit so einem Scheich und geh einfach mit dem ein bisschen was essen. Dann droppt er hier mal eine Dono von 100k auf Ehre. Und viele sind das halt wär's. Eigentlich, ja, also. Aber die Preise sind auch teuer. 50, 60, 70.000. Für einen Abend. So, ich habe gestern meinen Account online gestellt und habe dann einen Post gemacht auf Twitter. Wisst ihr noch, als ich im letzten Video gesagt habe, wow. Würdet ihr 15.000 Euro für ein Abendessen mit mir bezahlen?
Wenn ihr 15.000 Euro hättet, würdet ihr das bezahlen? Das würde ich jetzt an der Stelle einfach mal gern wissen. Ja, nee, nee, nee. Ja, 50-50, okay. Kann man ein Business draus machen. Ich bin drin, ich verkaufe meinen Arsch. Auch 50 Antworten sind krass. Diesmal habe ich 1.150 bekommen. Es haben sich einige sehr darüber, ich sag mal so, die haben sich sehr damit beschäftigt. Frauen spielen Leben auf Easy Mode. Mock, Digga. Why? Oh, Digga. Oh, Bruder. Beschäftigt, auf jeden Fall. Es war ein kleiner Schocker, glaube ich. Vor allem so ohne Background-Information. Ja, ja, klar. Ich hatte so das Gefühl, weil ich kurzzeitig gestern so das Gefühl hatte, dass viele, glaube ich, sich ein bisschen im Recht sehen, mitzubestimmen, was ich mit meinem Körper mache und was ich nicht mit meinem Körper mache. Ganz wichtig, niemand bestimmt selber, was er mit seinem Körper macht, sondern immer das Internet. Oh, immer. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Andererseits... Oder ich krieg Geld, weil ich mich nicht nackt zeige, weil ich sehr hässlich bin. Digga, komm. Ich dachte mir so, okay, was hältst du davon, dass ich einen OnlyFans-Account aufgemacht habe? Nein, echt egal. Echt? Ist dir egal? Ja. Ist auch so, ist mir wirklich komplett egal. Es ist mir komplett egal. Kelly hätte von mir aus sich in der Straßenbahn von 23 Typen gangbang lassen können. Es wäre mir egal. Es ist mir egal. Oh. Macht alle, was ihr wollt. Macht doch alle, was... Es ist mir wirklich... Macht, was ihr wollt. Es ist mir wirklich egal. Ändert es nichts? Nö. Warum? Ich kenn dich ja nackt. Ich liebe es ja auch nicht, ist ja egal. Oh mein Gott. Nee, ach, keine Ahnung, also ich habe damit wirklich kein Problem tatsächlich. Also hätte ich von dir ehrlich gesagt nicht gedacht. Das hört sich ein bisschen enttäuscht an. Bin ich auch. Mutter Maria. Ja. Kelly, jungfräuliche Mutter Maria. Digga, wenn die feiern geht, dann... Oh! Nicht mehr. Wenn wir jetzt schon mal bei Geld verdienen sind, ne? Es gibt so eine neue Seite, die heißt OnlyFans. So, was würdest du davon halten, wenn man so Bilder da hochladen kann, quasi, die so ein bisschen explicit sind und dafür Geld verlangt? Und was willst du mir damit sagen? Das hast du gemacht, oder was? Ja. Was hältst du von so Plattformen wie OnlyFans? Ich finde das gut. Ich finde das, weil das Problem ist, es gibt so ein Schamgefühl, dieses, du musst sowas hochladen. Ich meine, ich glaube nicht, dass es jetzt deine Plattform ist, aber meine Meinung ist so, let people do whatever they want, weil das im Endeffekt ist jetzt eine Ariana. Sarah, Lara und Tamara sollen nicht machen, was sie wollen, wenn sie immer Startler sind. Sarah, Lara und Tamara können machen, was sie wollen, wenn sie über 18 sind. Scheiß doch drauf, Digga. Nackter in ihren Videos als viele Menschen auf ihren OnlyFans. Oder auf dem Instagram-Account. Genau. Halt. Und für mich ist es so, wenn es eine Plattform gibt, wo man spezifisch sexy machen kann, dann lass es doch da, dass die anderen Kiddies, die jetzt eine andere Sache. Aber es gibt auch Nacktbilder und Pornos auch. Auf OnlyFans? Ich weiß. Ich habe viele Freunde, die dort sind. Die Gays. Viele von denen sind da. Ja? Ja, aber ich bin nicht da. Keiner kauft das. Aber... Safe, Mikey. Irgendwer wird das kaufen, Alter. Ganz Köln ist geil auf deinen Arsch, Digga. Entspann dich mal, Junge. Wenn ich deine Storys teilweise höre, Junge. Mikey, Alter. Komplett hey. Gay Cologne will deine Nacktbilder, Bro. Hey, ich würd's kaufen. Ich finde, es ist besser, als wenn man die ganze Zeit die ganzen sexy Bilder auf Insta postet. Aber ist da dein Gesicht auch mit drauf? Ja. Krass, was? Findest du das schlimm? Nein, aber kommt halt drauf an, wie viel du dafür kriegst. Trotzdem fand ich es auch sehr schön, dass allgemein einige mich supportet haben auch und viele Frauen, aber auch einige Männer gesagt haben, You go, Girl, wenn es das ist, was ich happy macht, ist es perfekt. Wobei ich sagen muss, hätte sich erwartet, gerade noch ein bisschen für vielleicht ein soziales Experiment-Trip. Anyway, alles Gute. Anis the Duck, OnlyFans, wann? Go, Girl, so, was auch. Alle Frauen, macht ein OnlyFans jetzt schnell. Machen Donation Goal oben, dass ich mir von allen Leuten das kaufen kann, damit ich immer up to date. Was immer du tun willst, tu's und es ist dir frei überlassen und irgendwie ihren Zuspruch auch ausgedrückt haben mir gegenüber. Ja, ich bin so ein bisschen. Fucking Simp-King, Digga. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich glaube auch, weil ich das privat einfach nie machen würde und trotzdem gemacht habe für dieses Video. Ich finde es eine sehr interessante Erfahrung irgendwie, diese ganzen... Leute, ich brauche den OnlyFans-Account von Jody nicht. Ausreichend genug nackt gesehen. Reaktionen darauf zu sehen, ob es jetzt positive oder negative sind. Ich glaube, das ist ein sehr guter Denkanstoß für mich auch privat, irgendwie sowas mal mitzuerleben und sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was würde auch in mir passieren, wenn ich solche Bilder halt von mir veröffentlichen würde? Das ist ein interessantes Szenario, mal für sich durchzugehen. Ja, und demnächst, hallo, dann, Zeit. Macht alle hier. Es ist mir wirklich echt egal. Macht euer Ding. Also ich meine es wirklich ernst. Macht einen OnlyFans. Es ist wirklich... Euer Ding, es ist, mir persönlich ist es wirklich scheißegal. Ich freue mich darüber, wenn ihr damit ein bisschen Kohle verdient, damit daran Spaß habt und sowas so.
Your body, your choice. Ich sag's immer wieder, Alter. Und ganz ehrlich, wenn es dein Ding ist, Digga, dass du dir nachts um 12.01 Uhr einen Besenstiel in den Hintern rammst, Digga, und dabei Spaß hast, mach doch, juckt mich doch nicht. Was bin ich denn, wo darf ich mich denn darüber briskieren, was ihr mit eurem Körper macht, Digga? Juckt mich alles nicht. Solange dabei keiner zu Schaden kommt, ihr das aus freiwilligen Stücken macht, Kinder und Tiere außen vor gehalten werden, Digga, und alles auf freiwilliger Basis ist, macht wie ihr wollt, macht wie ihr wollt, wirklich, juckt mich gar nicht. Daran hat sich bei mir dann auch so ein bisschen die Angst aufgetan, so was ist mit Marken, mit denen ich zusammenarbeiten möchte oder werde in Zukunft, wenn die ein Problem damit haben, was sagen irgendwie Medien dazu, wird sich überhaupt... Ich bin erster deutscher YouTube-Creator mit männlicher OnlyFans-Account. Irgendwann bei... Da sieht man aber gar nichts, ich mache einfach nur Bilder von mir, so Clips, so, wo ich einfach nur schreie und selbst das würden Leute bezahlen. Bei allen auflösen, dass es für dieses Video war und oder wenn 80% der Leute irgendwie denken, ich habe einfach einen OnlyFans-Account, das wird sich nie auflösen, weiß man auch nicht. Aber letztendlich ist es schon sehr spannend irgendwie. Ja, und ist dir das angenehm, dass eventuell Bilder von dir im Internet sind? Ja, ich gehe ja davon, also ich bin ja, davon bin ich schon ausgegangen. Es wird Zeit, sich anzugucken, was eigentlich auf OnlyFans... Jedes Bild bei mir, monatliche Mitgliedschaft kostet 187. 187 Euro und man bekommt dafür gar nichts bei mir. Wenn es selber passiert gerade. Aktueller Stand der Dinge nach, lasst mich nicht lügen. Ist ja logisch, nein, darfst du nicht. Wann habe ich gestern getwittert? Nach ziemlich genau 24 Stunden, seit ich den Tweet abgesetzt habe, habe ich 277 Fans, was glaube ich die Subscriber sind. Hier steht... Wild. Zu gucken, was eigentlich auf OnlyFans selber passiert gerade. Aktueller Stand der Dinge nach, lasst mich nicht lügen. Wann habe ich gestern getwittert? Nach Fans, was glaube ich die Subscriber Digga, sind. Wild. Hier steht jetzt eine Bilanz von 5.696 Euro. Ich werde meinen Arsch verkaufen. Ich verkaufe meinen Arsch. Holla, sorry, 80. Ich habe gerade noch mal ein neues Bild gepostet. Was ich nicht realisiert habe, man kann sogar auf die Bilder selber auf OnlyFans noch Tipps, also Trinkgeld geben. Klar, da nochmal. Dann nehme ich die 30 Euro Trinkgeld, die nehme ich mir mit. Das eine Bild habe ich 21 Dollar Trinkgeld bekommen. Danke dafür. Auf das einfach. Das erste 5 Dollar. Gucken wir mal die Kommentare an. Hier gibt mir jemand Tipps. Mal die Info etwas aktualisieren, damit die Fans ungefähr wissen, was es so gibt. Jeden Tag ein neues Foto klingt ganz gut. Vielleicht auch den Preis etwas anpassen, je nachdem. Oder Bundles anbieten. Da ist auf jeden Fall jemand ganz tief in der Materie drin, Digga. Der hat sich einmal durch OnlyFans durchgewichst. Der weiß, was abgeht. Über den Preis wurde auch sehr heiß diskutiert. Finde ich schon weird, dass mir jemand sagt, so ja, 25 Euro für diese, oder Dollar für diese Fotos sind Abzocke. Aber das ist ja auch deine Sache. Wenn ich jetzt ein Foto, von mir machen möchte, wenn ich jetzt sage, also jetzt mal ganz ehrlich, Digga, wenn ich jetzt hingehe und ein Foto mache, wie ich nackt auf... weiß ich nicht, auf einem Elefanten drauf sitze. Sau weirde Vorstellung. Wenn ich nackt auf einem Elefanten drauf sitze, ja, und ich dieses Foto verkaufen möchte für 1000 Euro und das Leute kaufen, dann ist das doch nicht euer Problem. Also ich kann das doch bepreisen, wie ich will. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann doch jeden Preis da drauf setzen, den ich will. Solange es nur einer kauft, also jetzt mal Real Talk. Ich kann doch dafür Geld nehmen, wie ich möchte. Wenn Kelly jetzt dafür 2 Euro nehmen will, oder 1000 Euro. Scheiß doch drauf. Kann sie doch selber entscheiden. Warum haben Leute von außerhalb zu judgen so, also 25 Euro sehe ich jetzt dafür aber nicht. Also ich habe jetzt hier Nacktbilder erwartet und ich wollte wichsen und 25 Euro, dafür will ich aber doch Muschi sehen und Brüste wenigstens. So nicht, nein, das ist mir zu viel. Ich will hier wichsen. Ich will wichsen. Und das geht nicht. 25 Euro sind zu viel und ich will wichsen. Also Digga, lost. Lost einfach. Dumm. Ihr Körper, ihre Entscheidung, macht was ihr wollt. Der Preis, den ich halt für mich irgendwie festgelegt habe, ich weiß nicht, warum ich mit schlimmen Kommentaren gerechnet habe. Preis geht völlig klar, Kellys Premium, danke. Starke Aktion auf jeden Fall. Sehr stimmig mit der warmen Lampe im Hintergrund. Ach, ja, guck mal, so konstruktive Kritik hier. Hat jemand auf das Gesamt? Ich will meine Nippe vielleicht zeigen, dann wäre super. 25 Euro bisschen zu teuer für. Was hältst du von der Plattform allgemein? Weil viele sehen es ja ein bisschen kritisch. Also ich glaube, die Plattform hat ja einen Ursprung irgendwie in der Patreon-Cosplay-Szene und sowas gehabt. Und es gibt ja auch so... Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe einfach irgendwas gesagt, Digga. Ich war überfordert. Muss ich sagen. Neben mir sitzt eine OnlyFans-Pornodarstellerin.
Schriftsteller und Künstler, die auch Patreon sich finanzieren. Ich finde es persönlich gesagt nicht schlimm. Die Plattform hat halt ein Stück weit sicherlich so ein Porno-Stigma, weil halt viele einfach aus der Camgirl-Szene so das benutzen. Aber letztendlich ist sie halt dein Körper. Wenn du das gerne machen willst, dann mach das doch. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit mit was Schlimmem rechne, aber da sieht man mal, dass ich auch voll das Stigma dieser Website habe irgendwie. Ich weiß nicht, wie viel du zeigen willst, aber wenn du dich nackt zeigen willst, tu es. Falls nicht, bin ich aber auch über jeden anderen Kelly-Content froh. Seht ihr, und das ist ein respektables Kommentar. Derjenige sagt, mach, wo du dich mit wohlfühlst, Digga. Ganz einfach. Einfach das, wo du dich wohlfühlst und ja, du wissen kannst, ja. Du wirst es nicht bereuen. Ja. Warum sind die so cute? Weil das liebe Leute sind. Die wollen wichsen, aber mit Respekt. Das sind Leute, die wichsen mit Respekt. Die wichsen so. Schönes Bild. Wirklich schön. Achtung, ich komme. Bin gekommen. Hier nochmal kurz ein kleiner Tipp. $5, war ein geiler Wichs. Dankeschön. So wichsen die. Respektable Wichser. Wichser, die Respekt zeigen. Irgendwie sagen viele solche Kommentare wie echt geil, jetzt kommen die ganzen Perversen zum Wichsen hierher, aber niemand macht wirklich unangemessene Aussagen in den Kommentaren. Klar, die wichsen alle, aber die sagen es nicht. Kevin, hab Jodys OnlyFans auch gekauft. Bro, also, wie hab ich eben schon gesagt, brauche ich nicht. Jody oft genug nackt gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es einfach nicht richtig. Kelly ist jetzt schon so lange alleine. Sie hat einen Mann verdient, der sie liebt und sie zum Lachen bringt und nicht einer, der nur auf Geld und Fame aus ist. Ich verstehe nicht, woher diese Connection kommt. Ich weiß, ich finde es irgendwie gruselig, wie viele Menschen denken, mich so genau zu kennen. Das ist ein bisschen weird, weil alles, was ich nach außen hin zeige, das ist ja nicht mein komplettes Leben. Da gibt es ja noch so viele Facetten, die ich privat halten möchte. Zum Beispiel, dass Kelly wirklich jeden Abend immer besoffen ist. Zeigt sie nicht. Und nicht zeige und mich auch bewusst entscheide. Es geht hier halt wieder so ein bisschen um Bewusstsein und aufmerksam sein, was man preisgeben will. Ja. Auch so, ob man alleine ist oder nicht, ob man geliebt wird, ob man lacht. Das muss ja nicht immer ins Extreme gehen, wie Nacktheit, Pornos, sexuelle Sachen etc. Da geht's um allerlei Dinge. Fresse, Kelly. Prostitution nennen? No. Nein, ich habe eine andere Definition von Prostitution. Meine Definition von Prostitution ist so, wenn du deine Ehre abgibst für etwas. Mhm. Ah, Digga, das Wort Ehre auch immer ganz schwierig. Ganz schwierig. Zu sagen, Sexworker geben ihre Ehre ab, auch an der Stelle wieder. Respekt für Sexworker, weil man darf nicht unterschätzen, und das sage ich jetzt, das ist ein sehr, sehr kontroverses Thema, das ist tatsächlich, das klingt jetzt dumm, aber ein Stück weit wichtig für unsere Gesellschaft, weil man muss sich mal vorstellen, es gibt eine Menge Leute, die haben nicht die Möglichkeit, einfach mal so ein, ne, ihr wisst schon, zum Beispiel Orange Morange, ja, für den sind solche Sexworker wichtig. Weil ich glaube, dass tatsächlich so etwas eine Menge Sexualstraftaten vorbeugen kann und es einfach auch gut ist, dass wir in Deutschland das reglementiert haben und erlaubt und entkriminalisiert haben. Da gibt es Regeln, da gibt es Hygienevorschriften. Das ist nicht schlecht, dass es das gibt. Muss ich ehrlich sagen. Aber auch hier wieder, wenn es ohne Zwang passiert, auf freiwilliger Basis cool, alles andere wieder schwierig. Ne? Ich persönlich, ich bin hundertprozentig ehrlich zu euch, ich habe noch nie, war ich im Puff drin, habe mit irgendeiner Note, mit einer Prostituierten, Note ist ein abfälliges Wort, tut mir leid, mit einer Prostituierten irgendwas gehabt. Ist nicht meins, mag ich nicht, aber trotzdem finde ich es gut, dass es diese Möglichkeit gibt, um einfach, ja, dass die Möglichkeit einfach besteht. Punkt. Es ist reglementiert, es ist safe. Warum auch nicht, Digga? An der Stelle auch wieder, do your thing. Macht doch alle, was ihr wollt. Es ist mir wirklich scheißegal. Ganz kurz, würdest du es als Prostitution bezeichnen? Nein. Letztendlich ist das ja, wie gesagt, komplett deine Wahl, was du von dir preisgibst und was du zeigst. Und wenn du sagst, ich würde das gern zusätzlich monetarisieren oder sowas oder halt den Leuten die Möglichkeit geben, das zu unterstützen. Der Mann ist unglaublich klug. Was der Mann da sagt, ist richtig intelligent. Wirklich, kluger Mann. Why not? Also, ich find's persönlich gesagt nicht schlimm. And to show yourself sexy and amazing and strong, das heißt, is wenn amazing. Will. Ich muss sagen, ich verstehe, dass es für manche eine gegenteilige Aussage ist. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass ich das Geld behalte. Ich persönlich finde halt, es macht einen deutlichen Unterschied, ob jemand anders in Bezug auf Sex über mich redet oder ob ich selbst bestimmen kann. Ja, manche voll, Aussagen, voll. Die nun mal tagtäglich im Internet über mich getroffen werden, sind
belästigend. Es geht da ein bisschen um Kontrolle, denn ich kann kontrollieren, was für Inhalte und wie viel gezeigt wird. Und alles andere ist nicht kontrollierbar. Ja, ich finde, das, also da ist für mich persönlich der Unterschied einfach. Ich freue mich, dass du auch hier Content teilst. Ich würde mich freuen, wenn die Bilder, die du hier teilst, exklusiv bleiben und nicht auf allen Plattformen auftauchen. Das ist halt so ein bisschen das Problem gerade. Das checke ich halt auch nicht. Man kann ja diese Bilder einfach auch speichern und auf Reddit oder so posten. Verstehe ich persönlich nicht. Kann man sich aber, glaube ich, nicht vorschützen, weil jeder weiß, wie man ein Foto speichert oder eine Bildschirmaufnahme macht. Ja, blöd. Ist halt leider so. Kommt man nicht drum herum, ne? Gerade weil ich es ein bisschen unfair gegenüber den Leuten finde, die jetzt tatsächlich dafür bezahlt haben, weil die tatsächlich überall einfach so gepostet werden. Aber die Leute, die dafür bezahlt haben, machen das nicht um... Also nochmal, wenn... Ich glaube, die Psychologie dahinter ist folgende. Derjenige, der sich dieses Bild kauft und dafür bezahlt, der will sich nicht einen wichsen, weil wenn ich mir einen wichsen will, dann finde ich die Bilder, wenn ich mir unbedingt einen auf Kelly Mrs. Vlog runterholen möchte, dann finde ich tatsächlich diese Bilder wahrscheinlich auch auf Reddit oder auf anderen Plattformen. Die Leute zahlen aber dafür, weil sie das verstehen, das wertschätzen und, glaube ich, auch einfach supporten wollen. Das ist das Ding. Aber da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, es bleibt halt nicht bei so einem exklusiven Content, zumindest nicht, wenn man es einfach auf diesem Dashboard postet. Die Leute teilen das trotzdem und deswegen bleibt das auch nicht verborgen, denn das Internet vergisst nie. Einer schreibt einfach nur King. Okay. Isa, sniper.de, Dankeschön für eure Subs, Kuss. Okay, einer will meine Brustwarze sehen. Ich muss sagen, so viel zivilisierter als die Tweets, die ich auch bekommen habe. Gut, die Leute haben halt auch dafür gezahlt, mir zu schreiben, die werden jetzt keine Assholes sein. I don't know, ich bin ziemlich gerührt, ehrlich gesagt. Imagine, du zahlst 25 Euro und dann bist du enttäuscht. Also, Digga, lost. Ich schon ein paar Tweets gelesen habe. Bin ich ein schlechtes Vorbild, wenn ich das mache? Oh, das ist so halb. Man kann alles in beiden Seiten argumentieren. Auf einer Seite kann man sagen, ja, okay, Kelly ist eine nette... Ja, man, feels okay, man. Feels okay. Feels fucking okay. Ich mache auch so Nudie-Pictures. Dann kann ich es auch machen, aber das ist im Endeffekt eine Entscheidung für dich selbst, wenn du dich so zeigen möchtest oder nicht. Das ist dein Recht. Und es ist auch nichts Falsches daran, finde ich. You know, like, let people live the way they want to live. Und ich finde, es gibt kein richtig oder falsch. Und als Vorbild ist es so, like, für welchen Grund machst du das? Und, like, wenn du Kunst machst und als, like, New... Ich will nochmal diesen klugen Mann hier hören, was der sagt. Dahin gehen. Was sicherlich halt eine junge Zielgruppe wahrscheinlich. Und sicherlich sollte man das in Betracht ziehen, das ist ja was ganz anderes, als wenn jetzt eine Pornodarstellerin sich das macht. Auf der anderen Seite muss man... Was mit meinem... Ist mein Ohr kaputt, oder? Ja, auch mal sagen, das glaube ich auch nicht, geht auch mit PayPal wahrscheinlich oder so. Nee, geht nicht. Nur mit Kreditkarte oder wie? Gut, dann kann sich ein unter 18-Jähriger das wahrscheinlich nicht machen. Also ist das ja eh im besten Falle nicht möglich. Ich frage mich nur, wenn jemand sieht, dass ich mir einen OnlyFans-Account gemacht habe, so inwieweit würde das jetzt ein minderjähriges Mädchen dazu auffordern, so, ah ja, wenn die das macht... Ist ja auch das Ding, genau das. Kelly macht den OnlyFans, keine 14-Jährige sagt, oh... Ja, das muss ich jetzt auch kurz machen. Das ist ja anscheinend okay, oder? Ja, vor allen Dingen wird das ja auch kontrolliert und es kann ja keine Minderjährige sich da einfach einen Account machen, glaube ich. Vielleicht hat der ein oder andere gemerkt, dieses Video sollte ursprünglich von was ganz anderem handeln, und zwar, wie viel Geld ich in einer Woche mit OnlyFans verdienen kann. Und es hat sich im Laufe der Woche herausgestellt, dass es ein Thema ist, hinter dem so viel mehr steckt. Und ich bin froh um die Diskussion und um den Denkanstoß. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich noch mehr daran arbeiten sollte, nicht das Gefühl zu haben, mich rechtfertigen zu müssen, über das, was ich mit meinem eigenen Körper mache. Und ich verstehe viele Aussagen, die getroffen worden sind. Sowohl die positiven als auch die negativen. Man folgt und unterstützt Leute auf Social Media, von denen man denkt, dass sie ungefähr die gleichen moralischen Vorstellungen haben wie man selbst. Und wenn diese nun mal verletzt werden, ist das für viele fast wie ein persönlicher Angriff, den viele mir bezüglich einfach geäußert haben. Aber ich finde das okay und ich versuche, viel davon mitzunehmen, weil ich einfach so viel Feedback bekomme, über das ich mega dankbar bin und mit dem man einfach was anfangen kann. Den Monat jetzt noch auslaufen, warte, Fans und einem Verdienst von 9.000. Kann man nicht sagen, kann man nicht sagen. Da gehe ich auch mit dem Scheich für Essen, bin ehrlich. $17,60. Ich werde das den Monat jetzt noch auslaufen lassen und dann das gesamte Geld an eine Organisation für Frauenrechte spenden. Ich werde mich damit die nächsten Wochen intensiver beschäftigen und dann gucken, an welche Organisation ich spende oder ob ich das Geld vielleicht auch aufteile, weil es sehr viel ist, auf mehrere Organisationen. Das heißt, falls ihr irgendwelche Vorschläge für mich habt, freue ich mich darüber, dann gucke ich mal rein. Ansonsten freut es mich, dass ihr mir zugehört sehr habt. Schön. Vergesst nicht, meinen Kanal sehr zu abonnieren, schön, falls ihr mehr von mir sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Kelly, super Video. Danke dir.